Hallo alle miteinander. Im heutigen Video möchten wir uns einmal dem wichtigen Thema Werkzeuge im Trading widmen. In diesem Zusammenhang möchte ich mir gemeinsam mit euch die neue Heatmap von Atas anschauen. Die Jungs arbeiten mittlerweile seit Monaten fleißig daran, ihre eigene Heatmap auf das Niveau mit dem Branchenführer Bookmap zu bringen. Ob das gelungen ist und wie da so der aktuelle Stand der Dinge ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Das Thema Trading-Software ist ein leidiges und begleitet mich nun schon seit dem Beginn meiner Trading-Karriere. Die eierlegende Wollmilchsau hat sich bis heute nicht gefunden. Ich habe über die Jahre viele verschiedene Softwareprodukte benutzt und ausprobiert, darunter NinjaTrader, den Trade Navigator, ProRealTime, Sierra Chart, natürlich auch den guten alten MetaTrader und noch weitere. Aktuell benutze ich eine Kombination aus drei verschiedenen Softwares, nämlich TradingView, Atas und Bookmap. TradingView ist zwar nur eine sehr rudimentäre Software für den semi-professionellen Bereich, ist aber unglaublich nutzerfreundlich, schnell bedienbar und dadurch, dass es browserbasiert ist, auch sehr ressourcenschonend. Für alle meine Strategien im Swing-Trading-Bereich ist diese Software meine erste Wahl. Sie ist schnell geladen, sie bringt mir zügig die Infos, die ich für längerfristiges und mittelfristiges Trading brauche. Komplizierter wird's, wenn es um das Thema Daytrading geht. Wer meine Streams regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich hier eine Kombination aus Atas und Bookmap benutze. Das ist natürlich mehr oder weniger ein Kompromiss. Auch mir wär's natürlich lieber, alles unter einer Haube zu haben. Wir haben dieses Thema natürlich auch regelmäßig im Rahmen unserer Trading-Ausbildung. Trading-Software verursacht selbstverständlich Kosten. Und die sind nicht gerade niedrig. Am Anfang lege ich meinen Schülern immer ans Herz, ein bisschen auf den Geldbeutel zu achten. Denn man kann ja nicht gleich in den ersten Monaten davon ausgehen, jede Woche Tausende von Dollar mit dem Trading zu verdienen und die Kosten für die Software sofort wieder reinzubekommen. Aus meiner Sicht ist die Grundlage für so gut wie jeden Daytrading-Stil erstmal eine solide Chart-Software, mit der wir eine Marktanalyse durchführen können. Wir möchten uns grundsätzlich zu Beginn unserer Handelssession Preisbereiche vordefinieren, an denen für uns Trades in Betracht kommen. Hierfür brauchen wir natürlich eine Übersicht über die Marktstruktur und diese ist über eine reine Orderbuch- bzw. Heatmap-Software nur schwer zu bekommen. Hierfür benutze ich persönlich Atas und diese Software bildet dementsprechend auch die Grundlage für meinen Handelsstil. Um Atas oder eine beliebige andere Chart-Software kommt also grundsätzlich bei uns niemand drumherum. Als Alternative nennen wir unseren Kunden hier immer noch Sierra Chart. Die Software ist mindestens genauso mächtig, die Nutzerfreundlichkeit ist aber gelinde gesagt sehr bescheiden. Man muss mindestens 3 Jahre lang mit der Software in einer Einzimmerwohnung gelebt haben, um sie zu verstehen. Zudem kommt das Problem mit dem unfreundlichsten Support auf Gottes Erden. Genau hier sehe ich wiederum einen der Hauptvorteile von Atas. Michael und sein Team bieten nicht nur hervorragenden deutschsprachigen Support, sondern nehmen auch die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden sehr, sehr ernst und stellen sich auf sie ein. Wenn ich mal für mich spreche, ich bin wirklich sehr froh, hier einen Partner gefunden zu haben, der aktiv mit mir nach Lösungen sucht und bereit dazu ist, meine Ideen in die Software zu implementieren. Ich habe meinen Kunden in den vergangenen Monaten immer gesagt, dass für den Anfang ein Abo von Atas erstmal völlig ausreicht. Die Software kann grundsätzlich alles, was wir für das Orderflow-Trading brauchen und hat auch eine anständige Heatmap, mit der man gut arbeiten kann. Ich sage Ihnen aber auch, dass ich selbst das ganze Jahr beruflich mache und einen Großteil meines Einkommens mit dem Trading erziele. Daher bin ich natürlich auch daran interessiert, immer mit den besten Werkzeugen zu arbeiten, die mir aktuell am Markt zur Verfügung stehen. Da ich persönlich den Handel mit dem Orderbuch gelernt habe und mein Hauptfokus auf der Liquidität in diesem Orderbuch liegt, möchte ich hier natürlich auch die Software benutzen, mit der ich meine, den größten Vorteil am Markt zu haben. Diese Software war in den vergangenen Jahren ganz klar immer Bookmap. Mit dem neuen 6er-Update von Atas wurden nun aber auch die beiden neuen Heatmaps veröffentlicht und diese könnten, zumindest auf lange Sicht, das ganze Heatmap-Game auf den Kopf stellen. Das ist wirklich das erste Mal, dass jemand ein Produkt rausbringt, das mit Bookmap mithalten kann und dieses sogar noch auf mittlere Sicht toppen kann, wenn die Jungs aus den USA nicht langsam mal aufpassen. Ich möchte mir jetzt einmal gemeinsam mit euch die beiden Heatmaps von Bookmap und Atas anschauen. Gucken, was es für Gemeinsamkeiten gibt und wo die Heatmaps ihre Stärken und Schwächen haben. Gehen wir also mal rüber zum PC. Fangen wir direkt mal mit Bookmap an. Wie ihr seht, ist das keine klassische Chart-Software, wo ihr Candlesticks oder ähnliche Linienchart-Diagramme seht, sondern wir haben es hier wirklich mit einem fortlaufenden Chart zu tun. Je näher ihr hier reinzoomt, desto schneller bewegt sich im Prinzip dieser Chart in Echtzeit fort. Und ihr seht über diese Volume Bubbles hier jede tatsächlich ausgeführte Order.
Türkise Bubbles sind bei mir die Market-Verkaufsorders, also Orders, die quasi im Bid gefüllt worden sind. Und die weißen, das sind die Market-Kauforders, also alle Orders, die im Ask gefüllt worden sind. Wenn ich jetzt hier weiter rauszoome, dann seht ihr, wird sich der Chart deutlich langsamer fortbewegen. Denn das liegt ja in der Natur der Dinge. Wir sehen jetzt hier einen größeren Zeitbereich und dementsprechend langsamer bewegt sich der Kurs im Verhältnis zu diesem Zeitbereich. Ansonsten ist das Ganze ähnlich aufgebaut, wie ihr das schon sicherlich aus eurer Chartsoftware kennt. Wir haben hier in der Mitte den Kursverlauf. Die Volume Bubbles stellen in diesem Fall die Stärke der aktiven Käufer und Verkäufer dar. Je größer so eine Kugel ist, desto größer war dementsprechend auch die Order, die dort gefüllt worden ist. Jetzt seht ihr oberhalb und unterhalb des Kurses überall diese Linien. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, das sind die Limit Orders, die aktuell im Orderbuch liegen. Je heller dabei so eine Linie ist, desto größer ist dementsprechend auch die Limit Order, die auf diesem Preis liegt. Wer von euch eventuell aus dem Orderbuch-Trading selbst kommt, hier links haben wir so den klassischen Dom. Wir haben hier in gelber Farbe die Limit Orders im Bid und hier rechts in türkiser Farbe die Limit Orders im Ask und in der Mitte die tatsächlich ausgeführten Orders in Echtzeit und in einem bestimmten Zeitbereich zurückblickend. Wenn wir jetzt hier in diesem Fall, na, nehmen wir mal hier unten diese Order bei 41,25, da sehen wir es ja auch im Orderbuch schon ganz schön, dass hier eine etwas größere Limit Order im Verhältnis zu der darum liegenden Liquidität liegt und dementsprechend ist diese Limit Order jetzt hier auch im Chart stärker dargestellt. Alles andere, was da so im Umfeld liegt. Kommen wir jetzt mal zu den Vorteilen und natürlich auch zu den Nachteilen von Bookmap. Zunächst einmal läuft die Software sehr flüssig, vor allem dann, wenn ihr eine Grafikkarte in eurem Rechner verbaut habt. Ich würde das jedem von euch grundsätzlich ans Herz legen, egal mit welcher Chartsoftware ihr arbeitet. Chartsoftwares im Trading-Bereich sind grundsätzlich sehr, sehr GPU-lastig und können sehr stark von der Grafikkarte in eurem Rechner profitieren. Das gilt auch für Bookmap und das gilt später auch für ADAS. Dementsprechend, ihr müsst da jetzt keine High-End-Hochleistungs-Gaming-Grafikkarte drin haben, aber je zügiger die arbeitet, desto flüssiger wird auch eure Chartsoftware arbeiten, wenn ihr beispielsweise rein und raus scrollt oder hier den Chart bewegen möchtet, dann ist das auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn ihr eine gute Gaming-Grafikkarte habt. Weiterer Vorteil von Bookmap, es gibt viele tolle Plugin-Erweiterungen. Ihr wisst, ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem TradeFinder, eine Plugin-Erweiterung, die mir gewisse Order-Flow-Events grafisch hier im Chart darstellt. Sehr, sehr nützlich, macht einem das Leben im Alltag als Orderflow-Trader doch deutlich einfacher. Eine andere Erweiterung, das ist hier dieser Trend-Analyzer. Im Grunde genommen ein klassischer Supertrend-Indikator, der auf dem ATR basiert, der hier sehr schön dazu genutzt werden kann, um die aktuelle Trendphase schnell zu erkennen oder um eventuell Stop-Loss-Orders zu trailen, je nachdem, wie man das Ganze anwenden möchte. Der größte Vorteil von Bookmap, und das war bislang eben auch Bookmaps absolutes Alleinstellungsmerkmal, ist aber die Relativität der Limit-Orders im Orderbuch. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt hier weit rein scrolle, dann seht ihr, hier unten haben wir eine große Limit-Order liegen und die ist jetzt hier auch sehr, sehr stark dargestellt. Wenn ich jetzt aber weiter raus scrolle, dann werden natürlich noch weitere Orders mit in die Berechnung, mit in die Kalkulation einbezogen. Und jetzt haben wir hier beispielsweise die Liquidität noch aus der Vortages-Cash-Session und jetzt sehen wir, wie plötzlich unsere Limit-Order, die hier gerade noch stark weiß dargestellt worden ist, plötzlich eher so dunkelgräulich ist. Denn im Verhältnis zu den Orders, die wir hier am gestrigen Nachmittag gesehen haben, ist diese Limit Order jetzt aktuell eben tatsächlich eher klein und spielt eine untergeordnete Rolle. Das ist im Prinzip der große Vorteil, den ihr mit Bookmap immer hattet und nach wie vor natürlich auch habt, dass eben die Liquidität immer relativ angezeigt wird in ihrer Größe zur aktuell sichtbaren Spanne. Ein weiterer großer Vorteil ist der gaußsche Blur-Effekt. Wenn ihr jetzt in der Vertikalen hier weiter rauszoomt, dann seht ihr beispielsweise das Cluster von Liquidität, also mehrere große Limit-Orders, die eventuell auf nebeneinander liegenden Preisen
platziert sind, dass die jetzt quasi zu einer Art Liquiditätswolke zusammengefasst werden, zusammengeblurrt werden, was natürlich hier im Sinne der Übersicht den Ganzen sehr, sehr gut tut, denn wir haben jetzt hier nicht so ein eckiges, kantiges Bild, sondern wir sehen jetzt sehr, sehr schön die größeren Wolken an Liquidität, die wir hier aktuell im Orderbuch haben, zum Beispiel hier dieser Bereich um 41,20. Und wenn ich da jetzt wieder weit reinzoomen würde, dann seht ihr, wie die Software jetzt diese einzelnen Limit Orders auseinanderklamüsert. Und wir können jetzt hier schön erkennen, dass wir hier auf diesem Preis auf der 41,20 direkt eben gerade auch die größte Limit Order liegen haben. Das ist also ein sehr, sehr schöner Effekt, der die Arbeit mit Bookmap einfach immens komfortabel gemacht hat und der jetzt eben in den neuen Heatmaps von Arthas auch so umgesetzt worden ist, aber dazu gleich mehr. Bleiben wir erstmal noch bei Bookmap. Weiterer großer Vorteil natürlich selbstverständlich, wenn wir hier weit reinzoomen, dann können wir wirklich toll die Entwicklungen in der Mikrostruktur nachvollziehen. Wir können hier wirklich jede einzelne gefüllte Order nachvollziehen. Wir können sehr, sehr schön Spoofing-Vorgänge im Orderbuch nachvollziehen, wenn wir weit reinzoomen. Also im Prinzip algorithmische Tätigkeit, die dem Markt falsche Stärke beispielsweise vorsuggerieren soll. All diese Dinge, die wir hier beobachten können und die wir uns natürlich als Trader auch zunutze machen können. Außerdem positiv hervorzuheben, ganz klar das Order Management. Ich persönlich trade aus Bookmap heraus. Ich benutze Bookmap wirklich als meine präferierte Trading Software. Wenn ich beispielsweise hier in diesem Bereich, wo wir die aktuellen Limit Orders im Orderbuch sehen können, wenn ich hier beispielsweise unterhalb des Kurses einen Linksklick mache, dann platziere ich hier eine Limit-Kauforder, die kann ich auch jedes Mal, indem ich darauf klicke, erhöhen oder wieder canceln. Mit einem Rechtsklick platziere ich Verkaufsorders, entweder Market oder oberhalb des Kurses Limit. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, kann ich Stop-Orders in den Markt legen. Ich kann diese Orders wunderschön hier verschieben. Gerade auch wenn ich mehrere Orders platziere, kann ich die hier zusammenfügen. Kann diese jetzt hier zusammen bewegen, kann sie, und das ist der springende Punkt, kann sie aber auch wieder auseinanderziehen und dann getrennt voneinander platzieren. Das ist also aus meiner Sicht ein sehr, sehr komfortables und sehr, sehr praktisches Order-Management, gerade wenn man mit mehreren Kontrakten im Markt ist und größere Positionen aufbaut und dann dementsprechend sich später wieder rausscaled. Letzter Vorteil von Bookmap sind die regelmäßigen Livestreams, die auf dem YouTube-Kanal von Bookmap stattfinden. Da ist übrigens jeden Dienstag um 15 Uhr auch ein gewisser Oliver Sparing zu hören. Hört gerne mal rein, kommt gerne mal vorbei. Wir machen das Ganze immer live und schauen uns den aktuellen ES-Zustand an, beziehungsweise die Markteröffnung in den Aktienmärkten. Ich denke, da gibt es eine ganze Menge, was man da an Wissen mitnehmen kann. Nachteile von Bookmap, ganz klar die eingeschränkte Funktionalität. Wir haben es hier wirklich mit einer reinen Orderbook-Software zu tun. Mehr als das, was ihr hier seht, kann Bookmap nicht. Wir haben keine klassischen Charts, wir haben keine Market-Profiles, wir haben ein rudimentäres Volume-Profile, was man sich theoretisch einblenden lassen kann. Aber nichts, womit man jetzt irgendwie großartig weiterführend die Marktstruktur analysieren könnte. Keine Footprint-Charts und ja, einfach auch keine klassischen Candlestick-Charts oder so, was man ja dann doch gerne immer noch als Trader hat, zumindest wenn ich mal für mich spreche. Ansonsten, die ganze Optik von Bookmap ist aus meiner Sicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da wäre durchaus mal so eine Generalüberholung aus meiner Sicht notwendig. Auch die Eingeschränktheit der Farbschemata in Bookmap ist immer für mich ein Thema, wo ich auch schon öfter mal mit den Jungs diskutiert habe, ob man hier nicht eventuell noch das eine oder andere zusätzliche Farbschema hinzufügen könnte oder eventuell noch besser den Leuten die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Farbschemas zu erstellen. Das wäre einfach super. Ich bin einfach ein Trader. Ich lege da Wert drauf, für mich ist das wichtig, ich brauche meine Farben, mit denen ich mich wohlfühle. Das ist hier für mich so ein Kompromiss, mit dem ich leben kann, was jetzt nicht zu aufgeregt aussieht. Wenn ich hier so die klassischen Farben von Bookmap nehme, was die meisten Trader haben, das ist mir einfach viel zu kontrastreich, viel zu wild, mag ich nicht gerne. Ich bin eher so im gräulichen Bereich hier unterwegs. Am liebsten habe ich aber immer meinen dunkelblauen Hintergrund, den ihr auch gleich bei Arthas sehen werdet. Unsere Firmenbranding-Farben, die das tatsächlich auch sind. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das mal bei Bookmap
ja, hinzugefügt wird. Da sind wir aber auch schon bei einem springenden Punkt. Die Software Bookmap hat sich eigentlich seit Jahren nicht mehr großartig verändert. Es werden immer irgendwelche neuen Plugins rausgebracht, Erweiterungen rausgebracht, die teilweise auch durchaus sinnvoll sind, das will ich gar nicht sagen. Aber an der Software an sich hat sich schon lange nichts mehr verändert und lange nichts mehr verbessert. Und aus meiner Sicht gibt es doch hier einiges an Verbesserungspotenzial, womit wir direkt beim nächsten Tool, beim nächsten Punkt sind. Und das sind die Zeichentools. Die sind wirklich hier eine Katastrophe. Die sind super friemelig in der Anwendung. Wenn ich hier eine Linie zeichnen will, dann muss ich erstmal hier die horizontale Linie beispielsweise raussuchen. Jetzt kann ich hier beliebig viele horizontale Linien malen, obwohl ich vielleicht nur eine einzige malen wollte. Dann muss ich erst wieder zurück auf None gehen. Jetzt kann ich diese Linien quasi nicht mehr, ich kann sie zwar anwählen, aber ich kann sie nicht verändern. Ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Dafür müsste ich erst wieder hier auf den Stift gehen, muss dann auf Edit gehen, damit ich jetzt die Linien anwählen kann und verändern kann oder gegebenenfalls auch löschen kann. Also ich finde, das geht schon alles sehr, sehr viel eleganter und das haben andere Chart-Softwares besser hingekriegt. Da wäre auf jeden Fall mal ein bisschen Verbesserungspotenzial, was die Software angeht. Weiterer Kritikfaktor, man kann sich immer nur mit einem Konto zur selben Zeit verbinden. Das gilt auch, wenn ihr beispielsweise über ein und dieselbe Rhythmic-ID mehrere Konten führt. In Others hat man beispielsweise die Möglichkeit, dann einfach im, im Backend, wo ich mir meine Orders zurechtlegen kann, habe ich auch ein Fenster, wo ich mir auswählen kann, über welches Konto ich gerade die nächste Order platzieren möchte. Das gibt es hier nicht. Ich muss mich am Anfang, wenn ich Bookmap hochfahre, entscheiden, über welches Konto ich traden möchte. Und wenn ich dieses Konto wechseln will und über ein anderes Konto traden will, muss ich Bookmap komplett zumachen oder zumindest meinen Datenfeed rausnehmen und wieder verbinden, was wiederum dazu führt, dass ich sämtliche historischen MBO-Daten verliere, die hier geladen worden sind. Nicht ideal. Könnte man eventuell auch nochmal verbessern. Ansonsten gibt es nur englischsprachigen Support. Der ist zwar fit und der ist hinterher. Die Jungs sind top, aber eben nur in englischer Sprache. Für wen das eventuell ein Problem darstellt, der ja, muss sich wohl oder übel damit abfinden. Ansonsten, ganz schön bei Bookmap ist, dass hier auch historische Daten vorgeladen werden können. Ich kann hier auch die Daten der Vortage, wenn ich das entsprechend abonniere, vorladen. Das ist sehr, sehr schön. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo ich die Heatmap aufmache, öffne, habe ich nicht nur die Daten ab diesem Zeitpunkt, wo ich sie eben geöffnet habe, sondern sehe auch alles, was davor passiert ist. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Die Replay-Funktion selber ist allerdings wieder ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wenn ich Daten im Replay laden möchte, dann setzt das voraus, dass ich diese Daten vorher aufgenommen habe. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den Zeitraum von gestern Nachmittag 15 bis 16 Uhr mir nochmal im Replay anschauen möchte, dann muss ich gestern von 15 bis 16 Uhr mein Bookmap offen gehabt haben und diese Daten quasi in Echtzeit aufgenommen haben, damit ich sie später nochmal laden und darauf zugreifen kann. Schwierig, nicht so elegant. Das wäre es erstmal zu Bookmap. Kommen wir dann zu Arthas. Grundsätzlich, meine Arthas-Fenster habt ihr sicherlich schon mal in den Livestreams gesehen. Ich habe hier meinen 5-Minuten-Chart, meinen Footprint-Chart und natürlich hier auch meine beiden Market-Profiles bzw. meine Volume-Profiles zur Analyse der ganzen Marktstruktur. Aktuell verfügt Arthas über zwei verschiedene Arten von Heatmaps. Einmal die klassische Heatmap und einmal den Scalping Dome. Gucken wir uns erstmal die klassische Heatmap an. Dafür öffne ich jetzt mal einfach einen neuen Chart. Und habe mir hier schon ein Template angelegt, das ich nur noch laden muss. Und dann habe ich hier grundsätzlich erstmal einen 5-Sekunden-Chart. Das Ganze also schon nicht so ideal wie bei Bookmap. Ich kann mir hier oben mein Zeitintervall selber aussuchen, ob das jetzt hier 5 Sekunden sein sollen oder ob das eine Sekunde sein soll. Aber hier werden erstmal grundsätzlich klassische Candlesticks erzeugt und eben kein fortlaufender Chart wie in Bookmap. Was aber jetzt mittlerweile ganz neu auch funktioniert, das ist eben auch hier die Relativität der Limit Orders im Orderbuch. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier weit reingezoomt bin, dann
sehe ich hier die einzelnen Limit Orders relativ in ihrer Größe zueinander zur sichtbaren Spanne und auf ihrem jeweiligen Preis. Und wenn ich jetzt hier weiter rauszoome, dann verändern sich auch hier die Farben der Limit Orders und ihr seht es schon, auch hier werden die Orders schön zu zusammenhängenden Clustern zusammengeblurrt. Also auch hier wieder dieser tolle Effekt, der das Arbeiten und das Leben mit dieser Heatmap sehr, sehr viel leichter macht. Aber ihr seht schon, bei ADAS ist tatsächlich das Problem, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, dass eben noch keine historischen Daten, Level 2 Daten geladen werden. Wir sehen hier wirklich nur die Limit Orders ab dem Zeitpunkt, wo wir die Heatmap geöffnet haben. Also jetzt hier eben gerade. Alles, was davor passiert ist, bleibt uns zunächst einmal verdeckt. Das natürlich hier nicht so schön, aber ich habe hier auch schon die Nachricht von Michael bekommen, dass hier in naher Zukunft nachgebessert werden soll und ADAS dann zumindest von der aktuellen Session auch die historischen Daten laden kann im Level 2 Bereich. Kommen wir mal zum Vorteil von ADAS. ADAS ist natürlich eine komplette Charting-Software. Im Gegensatz zu Bookmap habt ihr hier nicht nur eine Heatmap zur Verfügung, sondern wirklich eine komplette Order-Flow-Suite, wenn ihr so möchtet. Ihr habt sämtliche Tools zur Verfügung. Ihr habt Candlestick-Charts, ihr habt Footprint-Charts, ihr habt verschiedene Typen von Anzeigemöglichkeiten. Ihr habt Tick-Charts, Volume-Charts, Delta-Charts, Range-Charts, also jede Menge sinnvoller Dinge, um hier den Chart nach verschiedenen Kriterien anzeigen zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ansonsten arbeitet mittlerweile auch ATAS seit der 6er-Version sehr, sehr viel flüssiger und schneller, als das vorher der Fall war. Das war immer so ATAS Hauptproblem, möchte ich fast sagen, dass die Software einfach doch von der Performance her nicht so toll lief, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt wurde allerdings die ganze Architektur auf OpenGL umgebaut. Dadurch läuft die Software jetzt deutlich, deutlich angenehmer, deutlich, deutlich flüssiger. Übrigens, soweit ich weiß, mittlerweile auch nativ auf Apple-Systemen, auf Macintosh. Auch nicht verkehrt. Es gibt da ja nicht allzu viele Alternativen im Trading-Bereich an Software, die auch ja, nativ eben auf einem MacBook oder auf einem Apple im Allgemeinen arbeiten. Nächster großer Vorteil, die rasante Aufholjagd zu Bookmap. Man ist hier wirklich daran interessiert und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man ist hier wirklich daran interessiert, immer die neueste, modernste und beste Software am Markt zu haben. Und das kenne ich bislang noch von keiner anderen Software am Markt. Die Arbeit mit Michael und seinem Team und überhaupt mit dem ganzen ADAS-Team ist super angenehm. Ich kann jederzeit mein Feedback zu Dingen geben, meine Ideen übermitteln. Es wird ernst genommen, es wird versucht, alles zu verbessern. Und das ist natürlich für uns Trader einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass ADAS Bookmap auf mittelfristige Sicht auch in der Qualität der Heatmap durchaus überholen wird. Ich habe es gerade angesprochen, Support ist deutschsprachig verfügbar, so natürlich auch englischsprachig. Ganz, ganz tolle Leute, immer bemüht, antworten schnell, antworten kompetent, sind bemüht. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil, den ADAS mit sich bringt. Das hier, wie gesagt, aktuell nur die klassische Ansicht der Heatmap. Ganz neu jetzt mit am Start ist eben der sogenannte Scalping Dome. Und der Scalping Dome ist letzten Endes das, was jetzt auch dem Bookmap-Produkt Konkurrenz machen soll. Das ist also im Prinzip genau das, was wir uns gerade bei Bookmap auch angesehen haben. Zum aktuellen Zeitpunkt lädt der Scalping Dome hier links immer noch einen Footprint-Chart mit. Finde ich ist eine ganz nette Idee. Man kann hier auch den Chart nach links und rechts bewegen, um hier entweder der Heatmap oder dem Footprint-Chart etwas mehr Luft zu geben. Grundsätzlich soll der Fokus natürlich hier dauerhaft auf der Heatmap liegen. Und ihr seht es schon, hier haben wir es jetzt auch mit einem Chart zu tun, der genau wie Bookmap eben fortlaufend ist, nach demselben Prinzip funktioniert. Wir haben hier oberhalb des Kurses unsere Orders im Ask, unterhalb des Kurses unsere Orders im Bid. Hier unten außerdem noch clevere Indikatoren, die den aktiven Kaufs- und aktiven Verkaufsdruck im Prinzip darstellen können. Kleiner Nachteil, ihr seht, das Ganze ruckelt hier doch noch etwas, also Bookmap läuft da zum aktuellen Zeitpunkt noch flüssiger als diese Heatmap, aber ich bin mir sicher, dass Michael und seine Jungs da auch in naher Zukunft noch ausbessern werden.
Ein weiterer kleiner Nachteil ist, dass man aktuell hier noch nicht in der horizontalen zoomen kann. Das bedeutet, wir sehen auch hier, es werden keine Daten vorgeladen. Und sobald wir jetzt quasi einen bestimmten Punkt überschritten haben und genügend Daten geladen haben, kann ich hier zwar in der vertikalen zoomen und das Ganze auch wieder mit unserem tollen Blur-Faktor, aber ich kann eben noch nicht in der horizontalen zoomen, beziehungsweise kann ich schon, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Weiter rauszoomen als das, was ihr jetzt hier gerade seht, geht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ich denke, da wird aber auch in Zukunft bald nachgebessert werden, dass man dementsprechend dann auch weiter aus dem Chart rausgucken kann. Schauen wir uns mal die Einstellungen des Indikators an. Und hier sind wir genau bei meinem Thema, was mir so wichtig ist. Ich habe hier grundsätzlich erstmal schon 2 Dutzend an verschiedenen Möglichkeiten, die Farben der Heatmap zu verändern, und auch hier wurde mir zugesichert, dass in Zukunft es noch eine Möglichkeit geben wird, um eben auch eigene Farbschemata anzulegen und die Farben zu individualisieren, so wie man das selber gerne hätte. Ganz tolle Sache. Ich kann hier den Upper Cutoff einstellen, das bedeutet, je nachdem wie groß die größten Limit Orders ins Gewicht fallen sollen und wie kontrastreich das Ganze letzten Endes gestaltet werden soll. Wenn ich den Regler hier nach links schiebe, dann seht ihr auch, kleinere Orders werden mit angezeigt und mit in Betracht gezogen. Wenn ich ihn weiter nach rechts schiebe, dann werden die kleineren Orders immer weiter rausgefiltert, sodass man hier sehr, sehr schön und sehr, sehr genau einstellen kann, wie man die Heatmap benötigt und wie man sie gerne angezeigt haben möchte. Ich kann hier so eine kleine Animation einstellen, dass dieser Blur-Faktor eben nicht sofort reinkommen soll, sondern das Ganze immer mit einer leichten Verzögerung, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, was sehr, sehr viel noch eleganter sogar als bei Bookmap aussieht. Also hier jede Menge Potenzial auf jeden Fall, um das Ganze wirklich mindestens mal auf dasselbe Niveau wie Bookmap zu bringen. Auch hier wird das Order-Eingabesystem auf eine ähnliche Art und Weise funktionieren wie bei Bookmap. Nachteile allerdings zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, das Ganze läuft noch nicht ganz so flüssig. Es werden noch keine Daten vorgeladen. Dafür allerdings ist die Replay-Funktion jederzeit vollumfänglich verfügbar. Man muss keine Daten in Echtzeit aufnehmen, um später Zugriff darauf zu haben. Die Replay-Funktion lädt die Daten aus der Datenbank direkt von Atas. Man braucht dafür noch nicht mal einen abonnierten Datenfeed. Ganz, ganz toll. Aber dafür kommt dann eben noch die eingeschränkte Scroll-Funktion, Zoom-Funktion hier im Scalping-Dom. Zum jetzigen Zeitpunkt tendiere ich daher eher noch zu der Heatmap hier, zu der klassischen Heatmap-Anzeige, die ich hier zusammen mit meinen Kunden verwende. Aber wie gesagt, ich denke, der Scalping-Dom, der hat hier so viel Potenzial. Und wenn der jetzt noch etwas flüssiger läuft, dann sind wir hier, denke ich mal, direkt auf einem Niveau schon mit dem, was die Jungs von Bookmap machen. Insofern haben wir hier mal einen kleinen Vergleich zwischen den beiden Softwares angestellt. Wie ihr seht, Atas sehr, sehr interessiert daran, die Software immer auf den neuesten Stand zu halten, und dementsprechend bin ich mir sicher, dass sich auch in Zukunft hier noch einiges tun wird, die Funktionalität der Heatmap nochmal deutlich verbessert wird, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was hier also in Zukunft die Jungs noch aus dem Zaubertopf ziehen. Wir halten euch diesbezüglich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne mal rein, sowohl Bookmap als auch Atas sind tolle Softwares, die sich definitiv lohnen. Alles, was man damit anstellen kann, die wertvollen Informationen, die ihr dadurch im Orderbuch bekommt, sind wirklich unschätzbar. Vorausgesetzt natürlich, man weiß, wie man diese Informationen auswertet. In diesem Sinne, habt alle noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.